Hallo, ich heiße Kai. Und meine Gebärde wird so ausgeführt. Meine Geschichte trägt den Titel Das fesselnde Buch. Vater und Sohn gehen gemeinsam ein Stück. Da fragt der Vater den Sohn, ob dieser in ein Buchladen möchte. Als der Sohn dies bejahte, machten sie sich auf den Weg. Sie öffnen die Tür des Geschäfts und die Türglocke läutete. Es kommt auch gleich ein Verkäufer und erkundigt sich nach ihren Wünschen. Daraufhin fragt der Vater seinen Sohn, was er denn für ein Buch haben möchte. Der erwidert, dass er ein Buch über Bauernhöfe haben möchte. Der Vater bespricht das mit dem Verkäufer, der daraufhin das gewünschte Buch im Regal sucht und ein dickes Buch hervorzieht und es den beiden überreicht. Der Sohn schaut sich das Buch an und möchte dieses Buch auch gleich haben. Der Vater bezahlt daraufhin 5 Euro für das Buch, bekommt einen Cent Wechselgeld zurück und verlässt mit dem Sohn das Geschäft. Sie schließen hinter sich die Tür und gehen nach Hause. Der Vater raucht ein Pfeifchen und schaut mit seinem Sohn während des Heimweges gebannt in das Buch. Dem Sohn gefällt das Buch sehr und beide können ihren Blick von dem Buch gar nicht lösen. Gemütlich und gebannt laufen sie den ganzen Weg entlang. Zu Hause angekommen, bekommt der Vater plötzlich Appetit auf Kaffee und sagt: Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Und geht ins Haus. Aber erst nachdem er seine Pfeife ausgeklopft hat. In ihrer Wohnung angekommen, setzt er Kaffeewasser auf und streut, vom Buch ganz abgelenkt, jedoch Tabak in die Kanne. Ganze gut durch und gießt das Gemisch auch noch in seinen Hut. Als er ansetzen möchte, bemerkt er das Malheur und kippt das Ganze weg. Danach lässt er sich heißes Badewasser ein. Vertieft in das Buch verbrüht er sich fast Jan dabei. Er gibt noch etwas kaltes Wasser nach und steigt samt Kleidung und Buch in die volle Wanne. Der Sohn, der auch die ganze Zeit im Buch mitgelesen hatte, sagt, dass nun seine ganzen Sachen nass wären. Doch dem Vater machte das gar nichts aus und las im Buch weiter. Das war die Geschichte, das fesselnde Buch.